Moin, ihr Lieben. Heute geht es mal nicht um Bücher, sondern um Duftkerzen. Meine Duftkerzensammlung ist fast wieder alle gewesen und da brauchte ich natürlich Nachschub. Und deswegen war ich zum einen im Yankee Candle Shop und habe mir dort die neuen Düfte der Frühjahrskollektion durchgeschnuppert und mir einiges davon gekauft. Und dann war ich noch im American Heritage, was ja auch ein Shop ist, die Country und Kringle Candle vor Ort haben. Und da habe ich mich auch noch mal durchgeschnuppert und mir zwei Düfte mitgenommen. Und ja, diese fünf Düfte möchte ich euch gleich einmal vorstellen. Aber man kennt so diese Basic- und Grunddüfte bei Yankee Candle und Country und Kringle Candle halt eigentlich schon relativ gut. Und man möchte natürlich gerne auch mal was Neues ausprobieren. Und deswegen habe ich nochmal beim Online-Shop Duft und Raum bestellt, weil die halt auch Kerzenfirmen haben, die ich jetzt hier vor Ort in den Läden nicht beschnuppern kann. Und ich hoffe, dass ich mir da tolle Düfte rausgesucht habe, dass mir die wirklich gefallen. Das ist natürlich immer ein kleines Risiko. Und da habe ich mir jetzt so ein kleines Päckchen bestellt. Das liegt hier rechts neben mir und das werden wir gleich zusammen live auspacken. Und ja, dann werde ich da mal dran riechen und euch erzählen, wie mir das gefallen hat. Aber zunächst soll es um die fünf Düfte gehen, die ich im Laden vor Ort gekauft habe. Zum einen aus American Heritage habe ich halt zwei mitgenommen und da ist das einmal Clear Water Creek geworden von Kringle als Daylight. So zum Ausprobieren sind die Daylights, das sind ja sozusagen große Teelichter, ja eigentlich perfekt. Und da habe ich schon im letzten Jahr dran geschnuppert, im großen Glas. Da hatten sie leider das Daylight nicht da. Und jetzt hatten sie es aber da und mir hat es immer noch gut gefallen. Das ist ein zitrischer, kräutriger und hölzerner Duft. Viele sagen, es geht auch, oder was heißt viele sagen, also es stand auch in der Beschreibung, dass es so ein bisschen maskuliner Duft ist, vielleicht so ein bisschen in Duschgelrichtung geht, aber ich finde nicht zu sehr. Es hat zwar eine herbe Note durch diese Hölzer, aber durch diesen starken Zitruseinschlag finde ich es auch sehr, sehr frisch irgendwie und es hat auf jeden Fall was Besonderes und auch irgendwie was Kühles. Also mir gefällt der sehr gut und ich finde, der passt eigentlich in jede Jahreszeit und ich liebe dieses Label und die Farbe. Ich mag Gelb einfach zu gerne. Ja, aber gegen das nächste Label kommt eigentlich gar nichts an. Es gibt so viele Katzenlabels und Katzen sind auch wirklich süß. Aber wenn man mich fragen würde, ich bin eher der Hundetyp. Und ja, da habe ich bisher noch kein schönes Label gesehen. Und das ist so zuckersüß. Ich musste das sofort in die Hand nehmen. Winter's Snap von Country Candle. Unglaublich niedlich. Ja, ich hätte es mir jetzt nicht gekauft, wenn mir der Duft nicht gefallen hat. Aber ich habe es natürlich sofort in die Hand genommen. Und ich war einfach ja, bezaubert, als mir denn der Duft auch noch so sehr gefallen hat. Das ist so ein weicher, sanfter Duft nach so ein bisschen vanillig, nach einer schönen Bodylotion. Wunderwunderschön. Erinnert mich so ein bisschen an Warm Cashmere von Yankee Candle. Also wirklich, wirklich total sanft und weich. Also ja, perfekt eigentlich für einen schönen Winterschlaf. Also das ist ein Zuckerlabel. Natürlich ist es auch so ein bisschen weihnachtlich, aber der Duft hat eigentlich nichts Weihnachtliches. Von daher kann man den in jeder Jahreszeit düfteln. Ja, dann hatte ich ja auch noch gesagt, dass ich mich mal an den neuen Düften von Yankee Candle ausprobiert habe. Und da gab es ja so drei florale Düfte und einen Food and Spice Duft, so einen Waffelduft. Den Waffelduft fand ich jetzt nicht so besonders, obwohl ich nichts gegen Food and Spice Düfte habe, aber den mochte ich jetzt nicht so. Leider gab es den First Blush, war das der? Der war leider ausverkauft und deswegen konnte ich mir nur zwei Düfte von den neuen mitnehmen. Die haben mich aber so kalt angesprochen und deswegen, ja, habe ich mir zum einen Sweet Morning Rose mitgenommen. Habe ich hier schon ausprobiert, wie ihr sehen könnt. Und Sweet Morning Rose ist ein blumiger Duft nach, man riecht Rosen, aber ich glaube, da sind auch noch andere Blumennoten mit dabei. Und es ist so ein bisschen süßlich, ist so ein bisschen Zuckerwatte oder ja, Zucker mit dabei. Aber ich finde, er riecht auch ein bisschen seifig. Also erinnert mich so ein bisschen an Sweet Nothings.
Ist jetzt für mich okay gewesen, aber müsste ich jetzt nicht nochmal nachkaufen. Mein Favorit ist da auf jeden Fall Floral Candy. Der ist schon, ich finde, die sind sich schon ein bisschen ähnlich, weil sie halt beide floral und auch zart sind und eben gezuckerte Blüten haben. Aber hier sind es nochmal andere Blüten, noch zartere Blüten und es hat auch was Fruchtiges, so ein bisschen Pfirsich. Joghurt irgendwie, also es ist sehr, sehr zart, floral und süß. Und es hat mich so ein bisschen erinnert an Kirschblüten von Yankee Candle. Der Duft, der hat, den mag ich ja sowieso sehr gern und finde, der hat auch so ein bisschen was Fruchtiges, auch was sehr Süßes. Aber sie sind nicht von der Duftabgabe nicht sehr stark. Also sie könnten noch ein bisschen stärker sein. Vielleicht hätte ich da auch das ganze Tart reinwerfen können. Aber das ist hier so mein Favorit. Den dritten kenne ich leider nicht. Auch bei Duft und Raum beim Päckchen, wo hatte ich auch erst in den Warenkorb und dann war er leider auch schon wieder nicht mehr lieferbar. Also kenne ich den immer noch nicht. Aber wie ich das mitgekriegt habe, ist dieser hier, der Floral Candy, bei vielen der Favorit. Also von daher ist das vielleicht schon gar nicht schlecht. Und der letzte, den ich mir noch bei Yankee Candle mitgenommen habe, ist ein, den hatte ich schon mal. Und ich glaube, der geht oder ist aus dem Programm rausgegangen, was sehr, sehr schade ist, weil ich den echt mag. Da lag der aber noch als Special-Duft. Und zwar ist das der Pineapple Cilantro, ein sommerlicher Duft. Und ich mag Kokosnussdüfte, Ananasdüfte, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber diese Kombination aus Ananas und Kokosnuss, diese Pina Colada-Düfte, finde ich ganz toll. Was dieser halt hier noch hat, ist Cilantro, also Koriander. Das macht diesen Duft noch zu etwas Besonderem. So ein bisschen was Kräutriges noch dabei und man riecht die cremige Kokosnuss raus. Also ein richtig schöner, sommerlicher und besonderer Duft durch diesen Koriander noch mit dabei. Und man kriegt ihn auch noch, zwar nicht mehr im Standardsortiment, aber bei Duft und Raum und in Yankee Candle Shops sind die bei, ja, jetzt zum Beispiel im Angebot gewesen. So, jetzt soll es aber losgehen. Mein Päckchen von Duft und Raum, ihr seht, es ist noch verschlossen. Ich habe hier mein Cuttermesser, wird jetzt aufgeschnitten. Ich habe mir auch noch nicht noch mal angeguckt, was ich mir jetzt bestellt habe. Ich weiß natürlich, so die wichtigsten, die ich auf jeden Fall mal ausprobieren wollte, wo viele von geschwärmt haben und wo ich einfach weiß, dass diese Duftkomponenten genau was für mich sind, die sind natürlich bei mir noch präsent. Aber was es jetzt letztendlich rausgeflogen ist und was ja, was drin geblieben ist, das weiß ich nicht mehr genau. So, hier oben liegt erstmal eine kleine Haribo-Tüte, Happy Cola, ne? Und ein Goodie lag noch mit bei. Ja, den mag ich auch sehr gerne. Und zwar ist das Vanilla Lime. Das ist jetzt das Goodie. Na, ich ab. Ja, der riecht richtig spritzig nach Limone, aber hat halt auch dieses weiche, cremige mit dieser Vanille mit drin. Also den mag ich sehr gerne. Finde ich toll, dass das als Goodie mit dabei ist. Auch wenn ich den schon kenne. So, hier ist Lieferschein und Rechnung. Da gucke ich jetzt nicht drauf, damit ich mich jetzt überraschen kann, was ich als erstes rausziehe. Ja, Füllmaterial. Also, die sind jetzt hier in Päckchen verteilt. Ja, wie gesagt, ist das jetzt eigentlich, dürfte das nicht mehr Yankee, Kringle oder Country Candle sein, sondern eher in Richtung Goose Creek und Village Candle. Weil von denen kenne ich halt noch fast gar nichts. Ja, und ein Woodwick habe ich mir tatsächlich, oder nee, zwei. Egal, wir werden es sehen. Woodwick hat jetzt auch diese Clamshells, diese Duftmelds, die man sich in die Duftlampe packen kann. Und da habe ich mir jetzt auch zwei mal ausgesucht. Und da habe ich mir überlegt, ob der vielleicht in die Richtung Vanilla Lime geht. Und zwar ist das Sweet Lime Gelato. Also, ja, Zitroneneis im Grunde. Ich bin gespannt. Na, wie geht er jetzt hier auf? Total schöne Wachsfarbe. Seht ihr, könnt ihr das überhaupt erkennen in dem Licht? So ein ganz leichtes Lindgrün, also ganz helles Mintgrün. Und doch, der ist aber anders. Der ist auf jeden Fall viel zarter.
Und Vanille habe ich hier, keine cremige Vanille. Es ist zwar süß, aber keine cremige Vanille rieche ich hier. Und es geht auch eher in die zitronige Richtung und nicht in die Leimrichtung. Ja, aber der gefällt mir, ist aber sehr zart. Also mal gucken, ob der vielleicht, weil es jetzt kalt ist, wenn es warm wird, dann geben die ja ein bisschen mehr Duft ab. Aber da bin ich gespannt, ob der mir gefällt. Aber ich hatte auch noch einen zweiten Woodwick. Mal gucken, ob der hier auch mit drin ist. Nee. Doch. Versteckt hier. So, weg damit. Ja, bleiben wir erstmal bei Woodwick. Und zwar der nächste, auf den ich total gespannt bin, ist der Palm Leaf. Total die Sommerdüfte. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Aber jetzt im Moment habe ich keine Lust auf diese Gewürzdüfte. Und zwar Palm Leaf soll ein sommerlicher Kokosnussduft, meine Güte, ist das ein Zungenbrecher, sein, aber soll halt auch dieses Palmgrün mit drin haben. Da bin ich total gespannt auf diese Note. Okay, die Kokosnuss rieche ich jetzt hier nicht raus. Es ist eher ein frischer Duft. Obwohl wahrscheinlich so eher so Kokoswasser ist das vielleicht. Hat auch was Süßliches. Eher so ein Spa-Duft. Oh, der riecht aber schön. Also es hat keine holzige Note. Bisschen parfümig vielleicht auch. Ja, finde ich gut. Gefällt mir. Aber jetzt der nächste, oh, da freue ich mich so drüber. Den habe ich schon so oft in meinen Warenkorb gehabt. Und dann, weil es den halt leider nicht in so einer kleinen Größe gibt, sondern gleich in einer etwas größeren und die dann ja auch ein bisschen mehr kosten, habe ich den immer wieder rausgenommen. Aber jetzt habe ich ihn endlich. Und zwar ist das von Village Candle Raspberry Rose Tea. Und ich finde, diese Mischung klingt einfach so toll. Ich liebe Himbeeren und dann mit Rosen und mit Tee. Also finde ich einfach toll. Also ich bin jetzt nicht der typische florale Düftler. Also florale, reine florale Düfte sind nicht unbedingt was für mich. Eher wenn das so mit, wie gesagt, mit hier, na, wie heißt das, Fruchtdüften gemischt ist oder so ein bisschen süßlich ist und ja, wie so ein bisschen Komponenten drin sind, die es ein bisschen spannender machen. Ich bin auch gespannt, ob man hier ja, den Tee rausriecht. Und ja, das ist meine erste Village Candle Verpackung. Ich bin gespannt. Ich rieche noch nicht so viel. Na komm, raus. Meistens riecht man dann unten in der Verpackung mehr, aber er will nicht raus. Also ich rieche hier eher künstliche Himbeere. So, jetzt will ich ihn raus haben. So, jetzt. Ja, hier riecht man auch die Rose, dieses Florale. Aber einen Tee kann ich jetzt bis. Oder doch? Ja, also ich rieche die Rose und ich rieche eine leicht künstliche Himbeernote. Ich glaube, den muss ich warm anhaben, damit ich da was rausriechen kann. Ich habe ihn mir jetzt ein bisschen stärker vorgestellt. Ja, man riecht ihn leider kaum. Ich möchte es ja gerne intensiv haben, damit ich diese Düfte auch wahrnehme, weil wenn man sie nur im Hintergrund riecht, dann ja, brauche ich sie ja eigentlich gar nicht mir für teures Geld kaufen. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Päckchen. Oh ja, jetzt kommen die Cheerful Candles. Davon habe ich mir drei Düfte geholt, und zwar ein Duft, da schwärmen so viele von. Da werden so, also das ist ein Food and Spice Duft und das ist eigentlich der am meisten gehypt und von geschwärmt wird und deswegen musste ich ihn mir jetzt mitbestellen und zwar ist das der Pecan Belgium Waffle und ja, er soll nussig riechen, er soll nach Waffeln riechen, er soll nach gebrannten Mandeln riechen, so nach Weihnachtsmarkt und ja, ich bin gespannt.
Oh ja. Oh ja. Läuft mir richtig das Wasser im Mund zusammen. Hier unten hat er sogar eine richtige Marzipannote. Oh ja, also hier riecht er richtig nach Marzipan hier unten. Nussig, marzipanig. Und so ein bisschen Puderzucker rieche ich auch. Ja, also der ist echt extrem. Ich weiß nicht, hatte ich von Cheerful Candle irgendwie Banana Bread oder so? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war der auch extrem ja, intensiv und lecker und nicht künstlich. Oh ja, und jetzt rieche ich, wo ich jetzt dran rieche, die Waffel. Lustig. Diese fluffige Waffel mit Puderzucker. Oh ja, also der habe ich mir schon fast gedacht. Da schwärmen so viele von. Und ja, hatte ich mir echt gedacht, dass der mir gefällt. Super. So, der nächste ist jetzt nicht mehr Foodie. Und das war jetzt auch ein großes Risiko, weil ich nicht genau wusste, ob mir der wirklich gefällt. Und zwar ist das Cloud9. Hat mich irgendwie angesprochen, auch von der Wachsfarbe her. Das sieht so nach so einem beruhigenden Duft aus. Könnte so ein bisschen Badschaumduft sein, vielleicht. Der ist schön. Gott sei Dank kein Duschgel-Duft oder so. Und ich finde auch ein sehr lieblicher, beruhigender Duft. Da passt Cloud9, finde ich gut. Da gucke ich jetzt mal eben die Duftbeschreibung nach. Und zwar, laut Duft und Raum ist es eine berauschende Mischung aus Lilien, Flieder, Lavendel und Sandelholz, Ylang-Ylang-Öl und Tonkabohne runden diesen Duft perfekt an. Ab dieses Süße ist wahrscheinlich denn und dieses ja, Weich ist denn wahrscheinlich diese Tonkabohne. Und die anderen, das ist ja auch eher so beruhigende. Oh ja, so ein bisschen blumig ist der schon. Aber durch dieses Sandelholz, Tonkabohne wird das süß und ein bisschen weicher. Und der ist richtig, richtig schön beruhigend. Total toll. Oh, ich liebe diese Wachsfarbe. Ist die toll. Ja, ich habe jetzt auch noch mal hier nach dieser Duftbeschreibung von Palm Leaf nachgeschlagen. Und zwar soll das saftiges Grün eine Mischung aus tropischen Früchten mit Grundnoten von Vanille und Kokos sein. Und da will ich jetzt noch mal riechen. Oh ja, jetzt. Also man muss es nur wissen, ne? Dann riecht man es. Riecht man schon so ein bisschen Frucht raus. Ananas wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, interessant. Es macht es halt aber auch zu was Besonderem. Ich meine, so Kokosnuss, Ananas oder Früchte, Vanille, das ist ja jetzt nicht so besonders. Aber dadurch, dass diese grüne Note noch mit reinkommt, diese frische Note, macht es das wieder zu etwas Besonderem. So, aber wir sind ja noch nicht durch. Wir hatten ja noch einen Cheerful-Duft. Und auch bei dem bin ich gespannt. Das ist jetzt eher wieder so ein gewürziger Duft, wahrscheinlich auch mit Zimt, aber es soll auch ein Birnenduft sein. Und zwar sieht der so aus, auch interessant, Honey Pear Cider. Oh ja, es ist sehr würzig, sehr zimtig. Ihn noch mal von unten riechen. Ja, also hier riecht man auch, also es ist lustig, man riecht dann an verschiedenen Stellen die verschiedenen Düfte ja unterschiedlich intensiv raus. Auf der unteren Seite riecht man dann tatsächlich auch den Apfel, also diesen Cider und die Birne. Und auf dieser Seite riecht man auch nicht ganz so sehr den Zimt. Eben, als ich dran gerochen habe, dachte ich, das riecht ja nur noch Zimt. Ja, also hier riecht man auch sehr die Birne. Also man hatte so ein bisschen Angst, dass man die Birne gar nicht so riecht, weil da halt drin stand, dass da auch Apfel mit drin ist, dieser Apfelcider. Ich habe es jetzt hier schon durchgebrochen beim Rausprökeln. Ja, und hier riecht man auch nicht zu sehr den Zimt. Ja, ich bin gespannt, wie das denn warm sein wird. Weil da hatte ich auch ein bisschen Angst, dass ich mag Zimtdüfte, aber wie gesagt, so langsam habe ich
diese würzigen Düfte ein bisschen über und ich hatte gehofft, dass man dieses Fruchtige ein bisschen mehr rausriecht. Ja, also das kann man noch mal so richtig schön an useligen Tagen, an Tagen, die so richtig ungemütlich draußen sind und dass man sich dann drin schön gemütlich macht, ist dieser Honey Pear Cider, ja, dieser schöne Glühwein, Birnen-Apfelglühwein-Duft vielleicht schön gemütlich machen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo mein Satz angefangen hat. Und es ist immer noch so viel drin. Ich weiß, wusste gar nicht, dass ich so viel bestellt habe. Was haben wir hier? Das sieht, fühlt sich nach irgendwie. Was mag es sein? Nach Goose Creek könnte das noch sein. Ich krieg's hier gar nicht ausgewickelt. Guck mal, wie oft haben die das denn mal rumgewickelt? Jetzt habe ich es. Ah ja, okay. Da bin ich gespannt. Und zwar hatte auch, ich glaube, war das Susan, die davon geschwärmt hat. Und zwar ist das Strawberry Jam. Das ist so ein Firefly, also im Grunde ein Daylight, auch ein großes Teelicht. Und Erdbeerdüfte sind ja schnell sehr, sehr künstlich. Aber eigentlich hatte ich auch Lust mal wieder auf einen Erdbeerduft. Und Erdbeermarmelade ist das ja jetzt hier. Mal gucken. Oh ja. Obwohl die gar nicht so süß ist, wie ich jetzt mir vorgestellt habe. Ich dachte, in Marmelade ist ja auch extrem viel Zucker drin. Und ich finde, das riecht eher wie die Sun, diese Rain-Drenched Strawberry. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma das war. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das echte Erdbeere ist, aber dass die auch nicht zu süß ist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, finde ich gut. Also Goose Creek Strawberry Jam. Man muss natürlich alle warm testen, ne? Also vor allem bin ich jetzt auch nicht so die erfahrene Duftnase, dass ich sofort weiß, oh, das ist genau mein Ding. Also man muss die erst anmachen, in die Duftlampe schmeißen und dann gucken, ob man das mag oder nicht. So, weiter geht's. Hier sind jetzt die Sampler drin. Normalerweise bin ich kein Sampler-Fan, also am meisten mag ich es einfach, das in meine Duftlampe zu schmeißen. Also ich zerschneide die Sampler dann auch, also weil die mir sind dann mir einfach nicht intensiv genug. Zum einen ist das eine Special USA Edition, glaube ich, die Duft und Raum rausgegeben hatte, hatte Paddy so was von erzählt und leider den ich haben wollte, das war auch so ein Strawberry-Duft, so ein cremiger Erdbeerduft, den gab es dann leider nicht mehr, aber den fand ich auch interessant und zwar ist das der Turquoise, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Glas. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass es wieder so ein aquatischer Badezimmerduft ist, aber als sie so das beschrieben hat, ist es überhaupt nicht. Ich finde, der ist wieder so ähnlich, also von dem Gefühl her geht er so ein bisschen in Richtung Cloud 9. Ja, und auch da gucke ich mir nochmal die Beschreibung an. Tja, finde ich leider keine Beschreibung. Duft und Raum gibt da keine an. Also es ist, hat was Blumiges. Und auch finde ich zartes, blumiges, nichts Schweres. Es hat was Sauberes, aber auch was Sanftes, Weiches. Also man muss den nicht unbedingt im Badezimmer anmachen, finde ich. Ja, so beschreibe ich ihn. Vielleicht guckt ihr einfach noch mal bei Paddy vorbei, die diese Sonderedition halt auch vorgestellt hat, diese Special-Edition. Da gab es halt noch andere von. Ja, das war von Yankee, ne? Ja. Jetzt habe ich einen Sampler von Village Candle und zwar ist das wieder ein sommerlicher Duft, Summer Slices. Also scheinbar bin ich jetzt auch so ein bisschen, was Duftiges angeht, auf Frühlings- und Sommertour. Und ich liebe ja Melone und ja, ich hoffe, dass es sehr nach Melone riecht. Es soll nach Melone und nach Gurke riechen, also was sehr Wässriges und Frisches. Oh ja, die Gurke riecht man sehr. Die Melone rieche ich gar nicht so.
Ist wahrscheinlich so ein bisschen, ja, doch so ein bisschen was Fruchtiges. Süßeres riecht man auch, aber es hat schon was sehr Frisches und Wässriges. Ich glaube, das ist im Hochsommer, wenn wir wieder so einen heißen Sommer bekommen, glaube ich, der perfekte Duft. Ich hoffe aber, dass die Melone noch ein bisschen mehr rauskommt. Das ist dann auch eher eine Wassermelone und keine Honigmelone, aber sieht man ja auch schon vom Label. Ich finde auch, wie hier wieder, ja, die Farbe wieder sehr, sehr schön. Ja, auch da werde ich den Sampler zerschneiden und in meine Duftlampe tun. Und der letzte Sampler ist auch von Village Candle. Und da war ich dann überlegen, ob ich mir nicht doch schon so ein Clamshell hier hole davon, weil ich wollte unbedingt einen Honigduft haben. Und am liebsten reinen Honigduft, wie diese Honigkerzen, diese Wabenkerzen, ne? Und die wirklich nach Honigwachs riechen. Und es wurde dann sehr, sehr viel geschwärmt von Honey and Cream von Village Candle, aber der soll gar nicht so sehr rein nach Honig duften, sondern auch so ein bisschen nach Zimt und nach Sahne oder so. Und ja, so einen reinen Honigduft habe ich bisher noch nicht gefunden, obwohl das stimmt gar nicht so sehr. Ich hatte noch einen, ich glaube, war das auch von Village Candle? Ich glaube, Honey Camp oder so, den gab es nur im großen Glas. Und da war ich schon so sehr an, ja, an Überlegen. Ich hatte ihn schon in meinen Warenkorb und war schon bei der Kasse, aber das war mir doch zu risikoreich. Also die Gläser sind ja doch sehr teuer und das war auch irgendwie so eine Spezialedition, die es dann halt nicht als Wachsmeld gab, wo man das mal ausprobieren kann. Aber das, ja, war scheinbar auch ein sehr, sehr reiner Honigduft und das ist der halt eigentlich leider nicht. Aber wir werden dran riechen. Vielleicht riecht der doch auch sehr nach Honig. Ich hoffe. Oh, der ist aber schön. Also er riecht, man riecht tatsächlich Zimt. Es ist ein sehr foodiger Duft, ja. Man riecht auch Honig raus, aber es ist tatsächlich nicht die einzige Komponente. Man riecht Zimt. Und irgendwas cremiges, sahniges. Das heißt ja auch Honey Cream. Oh ja, der ist aber sehr, sehr schön. Aber ich will trotzdem irgendwann nochmal einen Reinhonigduft. Eventuell werde ich mir den dann doch irgendwann holen. Ich habe halt nur gehofft, dass ich doch irgendwie mal einen anderen Honigduft. Es muss doch einen Honigduft geben, der rein ist. Wo vielleicht so ein bisschen im Hintergrund was mitschwingt. Aber ja. Ja, aber der ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön und freue ich mich, dass ich den endlich bekommen habe, weil der war lange Zeit auch immer nicht zu haben in den Größen. So, mein letztes Paket. Ich glaube, da sind jetzt noch drei Düfte drin. Da fallen wir rein. Ich greife blind hinein und hole heraus Golden Peach Vanilla. Ja, wie gesagt, ich mag einfach diese Kombi aus mehreren verschiedenen Duftrichtungen, also fruchtig mit irgendwas. Ach, der ist schön. Ja, man riecht hauptsächlich Peach auf dieser Seite. Ich hole es aber mal wieder raus. Die Vanille rieche ich gar nicht so sehr, aber man riecht, dass es kein reiner Peach-Duft ist. Ja, ein wirklich sehr, sehr schön fruchtiger, aber auch warmer Duft. Warm wird wahrscheinlich die Vanille noch ein bisschen mehr durchkommen. Und auch hier die Farbe ist so schön. Ja, Golden Peach Vanilla. Und der nächste, da wurde auch schon so von geschwärmt. Und das ist endlich auch wieder ein frostiger Duft. Und ja, ich mag frostige Walddüfte, aber das geht nochmal in eine andere Richtung, glaube ich. Und zwar ist das Frozen in Time. Hatte ich jetzt auch bei mehreren gesehen. Da ist die Wachsfarbe so seltsam. Gehört die so? Und zwar ist das ein minziger Duft. Oh ja, der ist schön. Aber nicht reine Minze. Gehört die Wachsfarbe so? So komisch popelgrün? Ich dachte, die wäre eher so in dieser Farbe hier, in so einem hellen Mintblau.
Und da muss ich jetzt auch nochmal nachlesen, was da außer Minze noch drin ist. Hier soll drin sein gefrostete Grapefruit, gefrorene Schneeglöckchen und Kaschmirwälder. Steht gar nichts von Minze, aber ich finde, der ist minzig. Vielleicht ist es dieses gefrostete, was wohl noch Minze. Ja, so ein bisschen was Holziges rieche ich schon. Aber rieche ich da jetzt Grapefruit raus? Ja, wohl dieses Jahr so ein bisschen was Säureriges, was Zitrisches. Oh, ich krieg's nicht. Na, so. Hier rieche ich die Minze noch mehr. Ja, es ist auf jeden Fall ein Duft, der so ein bisschen die Nase frei pustet, was eigentlich ganz schön ist. So ein richtig schön frostiger Duft. Also jetzt so die Schneeglöckchen rieche ich da jetzt nicht raus. Grapefruit hätte ich auch nicht rausgerochen. So ein bisschen diese Kaschmirwälder. Also ich rieche so ein bisschen was Holziges, dass da noch irgendwas anderes drin ist, außer Minze. Obwohl Minze hier gar nicht draufsteht, aber egal. Also der gefällt mir auch. Also richtig schön, wenn es so ein bisschen frostig sein soll. Ein bisschen was Frisches und man keine Lust mehr hat auf irgendwas Würziges oder Food and Spice. Manchmal muss es ja sein. So, und der letzte Duft, den fand ich auch vom Label so schön und auch irgendwie passt das so gut zu einem Buchkanal eigentlich auch. Und zwar ist das dieser hier, Bedtime Stories, wo man hier das kleine Mädchen sieht, die eingeschlafen ist, während sie mit einer Taschenlampe noch gelesen hat. Und daneben sieht man auch noch einen Bücherstapel. Und ich hoffe, mir so ein bisschen, dass er in die Richtung von Winter's Nap reingeht. Also auch so ein ganz beruhigender, warmer, weicher Kuschelduft. Ich hoffe aber, dass der auch ein bisschen anders riecht. Also wir werden mal sehen. Der eine ist von Country, der andere von Goose Creek. Oh. Ja. Also hier riecht man ein bisschen, also bei den mit dem Hundi, riecht man tatsächlich, geht es mehr in das Cremige, also in so eine Lotion rein. Oh, ich kann es nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es nicht. Guck noch mal, ob ich irgendwie noch eine Note rauskriege, wenn ich den von unten rieche. Ich gucke da auch noch mal nach der Beschreibung. Und zwar soll da drin sein Marshmallow, Balsam, warme Vanille, Schlagsahne und Sandelholz. Ja, ich kann einfach nur sagen, dass der warm, weich und auch kuschelig riecht. Und ich finde, er ist noch ein bisschen dezenter als der mit dem Hundi drauf. Also er riecht anders, aber ja, toll. Da braucht man vielleicht einfach Erfahrung. Ich finde, er riecht ein bisschen mehr holziger, aber sehr ohne derb zu sein. Sehr, sehr schön. Auch sehr, ein sehr, sehr, wenn man mal nicht so eine Duft Bombe braucht, sondern ein, wenn man sich so ein bisschen einkuscheln möchte und nicht zu intensiv haben möchte, obwohl ich ihn ja immer gerne warm nehmen möchte. Also hier werde ich auf jeden Fall ordentliche Bröckchen reintun, damit man da auch was wahrnimmt von. So, ich glaube, ich befürchte, die Kiste ist leer. Oh nein, die Kiste ist leer. Sie ist leer, nur noch Füllmaterial. Jetzt sieht es hier aus, wie bei den Hottentotten. Kann ich jetzt irgendwie ein Highlight raussuchen? Habe ich irgendeine Enttäuschung dabei? Ich mache mir mal kurz Gedanken und schnupper noch mal kurz dran. Also ich habe mich jetzt nochmal durchgeschnuppert und ich muss sagen, ich habe jetzt keinen dabei, den ich überhaupt nicht mag. Muss aber sagen, dass tatsächlich Cheerful Candle mit den beiden, also besonders hier, der hier riecht einfach, ja, wie sagt man immer so schön, nach Luftessen pur und auch so richtig schön natürlich. Also überhaupt nicht, dass man denkt, ja, nee, da möchte ich eigentlich nicht das essen, wonach es duftet, weil es nicht wirklich nach dieser Waffel riecht.
Nein, es riecht wirklich nach fluffiger Waffel mit Puderzucker und ja, auf der Rückseite riecht wie gesagt Marzipan, also irgendwas Nussiges. Werden wahrscheinlich diese Pekannüsse sein. Hammergenial. Und den finde ich sehr überraschend, sehr, sehr schön. Sehr blumig, sanft. Richtig, richtig schön. Den hier mag ich auch total gerne. Also sehr, auch sehr foodie. Und dadurch, dass man Honig da auch durchriecht. Und beim zweiten Mal riechen muss ich auch sagen, dass ich den hier sehr interessant finde. Den Raspberry Rose Tea. Ja, diese Mischung aus ja, Himbeere, Rose und diesem Tee, wo man auch so ein bisschen das Herbe rausriecht. Ich bin gespannt, wie der warm riecht. Aber ja, auch diese Summer Slices, also hier Gurke und Melone finde ich toll. Aber auch oh, hätte ich ihn bloß nicht gezeigt. Lass mir das. Also ich will jetzt nicht nochmal alle zeigen, aber ich fand sie wirklich alle interessant und freue mich so sehr. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes in die Lampe packen soll. Im Moment brennt noch bei mir die erste Hälfte von Pineapple Cilantro. Mal schauen. Also irgendwie muss ich auf jeden Fall irgendwas reinmachen, wo ich einfach gespannt bin. Hier zum Beispiel den hier oder so. Ja. Toll, 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 toll. Es ist so schön. Ich liebe es, und freue mich jeden Tag, wenn ich nach Hause komme oder wenn ich morgens aufstehe, mir einen neuen Duft anzumachen. Das macht irgendwie, ja, diese Gemütlichkeit und es ist ja für mich selbst und es ist was, so ein bisschen Luxus für einen selbst und gibt einen gute Laune. Und ich finde, dafür darf man, natürlich ist das viel Geld, was man dafür ausgibt, wenn man das, ja, auch wenn man sich so große Kerzen holt, das möchte ich ja auch nicht. Und ich möchte auch mir jetzt nicht so einen riesigen Kerzenbestand anschaffen. Ich möchte die dann immer wieder leer machen und mich dann darauf freuen, so ähnlich wie bei den Büchern, mich dann darauf freuen, was Neues zu kaufen und die dann sofort wieder zu verdüften zu können. Also wirklich, wirklich eine tolle, tolle Bestellung. Von Düften, die ich noch gar nicht kannte und mal was Neues ist. Also super. Ja, das war mein Unpacking von Duft und Raum, ein Kerzenvideo und ja, was ja relativ selten auf meinem Kanal kommt. Ich glaube, ich muss mich jetzt in Ruhe nochmal hinsetzen und die Düfte alle durchschnuppern, weil es einfach so viel Spaß bringt. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr davon irgendwelche Düfte kennt und die vielleicht schon warm kennt und mir irgendwie schreiben könnt, wie sie euch gefallen haben. Ich meine, ich werde natürlich die Erfahrung dann auch machen. Ich werde sie alle warm ausprobieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch noch andere Tipps geben von Düften, die ihr im Moment ganz toll findet und die ihr, ja, wo ihr glaubt, dass sie mir auch gefallen könnten. Vielleicht habt ihr ja auch noch einen tollen Honigduft-Tipp. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video, dann wieder buchbezogen und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine lesereiche und natürlich duftende Zeit. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.